Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflights unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden, Dracheninseln, und hier haben wir das Achievement gesichert und geladen. Für dieses müssen wir Folgendes machen: Feuert eine Reihe von Waffen ab, die im Zeitrissen zu finden sind. Und dafür müssen wir einmal zu dem Zeitriss. Der befindet sich in Tal Drassos auf den Koordinaten 51, 58. Und hier ist es so, dass jede volle Stunde die Zeitrisse beginnen. Und ihr habt dann zwei verschiedene Phasen. Die erste geht 9 Minuten lang. Und in dieser ersten Phase könnt ihr auf der Map dann hier so Waffenständer sehen. Es gibt Waffenständer der Allianz und der Horde. Und die brauchen wir fürs Achievement. Diese Waffenständer sind nur da, wenn die Invasion am Start ist von Kriegslande, heißt es, glaube ich. Und diese wechseln immer durch. Es sind insgesamt 7 Stück von diesen Invasionen. Warte mal, in irgendeinem Achievement sehen wir es genau. 7 von diesen Invasionen gibt es. Oder Zeitrisse heißen die ja. Und Kriegslande sind die. Das seht ihr dann, wenn quasi Horden und Allianz-NPCs hier rumstehen. Und die hinterlassen dann dementsprechend auch diese Waffenständer. Und jetzt ist es so, dass wir jedes von diesen Waffen einmal benutzen müssen, ja, um das Achievement zu kriegen. Es sind insgesamt 6 Stück. 3 Waffen gibt es bei dem Hordenteil. 3 Waffen gibt es beim Ali-Teil. Und die können wir einfach anklicken, benutzen und dementsprechend dann, unser Achievement einheimsen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da haben. Okay, da oben sind jetzt schon mal ein paar Waffenständer. Wo haben wir sie? Schlag zu für unsere Zeitlinie. Da sind die Murloc-Dinger drauf. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da noch was finde. Ah, da hat jemand das Murloc-Teil draufgestellt. Also ihr seht, bei dem Hordenteil haben wir den Bombenwerfer, Schrapnellverteiler und Flammenwerfer, ne? Das sind die drei, die könnt ihr jetzt einfach quasi hier anklicken, habt einen extra Button und wenn ihr es einmal abfeuert, also ihr müsst da nicht mal einen Mob mittreffen, dann zählt das auch schon fürs Achievement. Genau. Wir brauchen Ressourcen. Das Kümmert andere ist dann quasi noch das Allianz-Ding und mir fehlt da jetzt noch eins von den Teilen. Schauen wir mal, ob wir auch noch einen Allianz-Teil finden. Genau, hier unten haben wir einen von der Allianz. Der hier, das müssen wir halt jetzt quasi immer wieder wegklicken. Und dann können wir jetzt einfach das Ding anklicken. Manche müssen wir auch zielen, da müssen wir jetzt halt irgendeinen Mob finden. Die meisten könnt ihr aber auch einfach so einsetzen. Jetzt gucken wir mal, suchen wir da jetzt mal einen Gegner. Und dann laden wir das auf, zack, lasern da rein. Die verursachen auch ganz gut Schaden, also es macht schon auch Sinn, die mitzunehmen. Genau, mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr müsst halt teilweise warten, bis das richtige Event ist. Wie gesagt, es sind 7 verschiedene Events. Heißt, ihr müsst halt auch einen Ticken warten, ne? Indem ihr eventuell auch wisst, welches Event war zuletzt, ne? Und dementsprechend kommen die hintereinander. Also sprich, Event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann geht's wieder mit dem ersten los. Also das ist nicht random, die sind in der Reihenfolge dementsprechend. Genau. Und wenn ihr dann alle habt, gibt es das Achievement, mehr ist es nicht. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.